Hallo liebe Zuschauer, im Monat Juni im Jahr 2024, was wurde da bei uns oft und insbesondere gerne gespielt? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil, Monat Juni. Ich zeige euch in diesem Video die Spiele, die bei uns oft und gerne gespielt wurden. Ja, und so macht es am meisten Spaß, über die Spiele zu berichten, die mir gefallen, die uns gefallen. Und ihr seid wie immer herzlich eingeladen zu kommentieren, was habt denn ihr oft und insbesondere gerne gespielt? Was waren eure Highlights? Vielleicht wart ihr auch auf der einen oder anderen Messe. Naja gut, im Mai, da war ich ja erst unterwegs oder wir unterwegs in Köln. Brave New World haben wir uns den Spielladen angeschaut. Und da gibt es übrigens dann ja irgendwann, früher oder später, eine Fortsetzung. Karlsruhe ist geplant. Das heißt, die Spielepyramide in Karlsruhe schauen wir uns an. Ich glaube, da wird es richtig badisch. Ich bin mal gespannt, ja, was der ein oder andere dazu sagt. Wenn man sagt, jetzt gehen wir mal da hinten hin und schauen wir uns da oben mal die Spiele da an, was da alles zu sehen gibt. Naja, ich bin gespannt. Das könnte lustig werden, aber Konstanz ist auch geplant. Das heißt, beim Michael Palm, da werde ich auch oder werden wir auch den einen oder anderen Besuch abstatten. Ja, das zu den Spieleläden. Bevor wir zu den Spielen kommen, Spiel doch wollte ich noch erwähnen, weil wir waren jetzt auch auf der Spiel doch in Friedrichshafen. Viele von euch habe ich getroffen. Manche haben sich nicht getraut, mich anzusprechen. Also ich wiederhole es immer einfach ansprechen, auch wenn ich so vertieft bin oder mich konzentriere. Einfach ansprechen, das passt immer. Damit habe ich wirklich kein Problem. Und die war auch wirklich super. Und die dreiteilige Reihe, die hat euch ja auch prima gefallen. Zum Thema Freizeitpark noch ein Hinweis. Ich schaue mal, was ich draus mache. Der eine oder andere hat sich's gewünscht. Noch so ein Rundumschlag, was Freizeitparks angeht. Weil wir waren im Phantasialand, in dem Movieland, im Moviepark und Europapark. Das sind wir ja öfters. Da schaue ich einfach mal, wie ich das in einer Art und Weise auch mit Spielen verknüpfe. Sollte ja auch ein bisschen zum Kanal passen. So, was habe ich mir notiert? Damit ich nichts vergesse. Das Wichtigste fehlt. Das Spiel des Jahres wurde auch gekürzt. Auch da gab es eine mehrteilige Reihe. Also wow, der Monat Juni war durchaus gespickt mit vielen, vielen Infos. Da habe ich auch meine Kritik, mein Lob und Kritik geübt, was Spiel des Jahres angeht. Welche Spiele fehlen? Ich fand so eine, oder ich finde persönlich einfach so eine Nachbetrachtung sehr spannend. Und das hat euch auch definitiv gefallen. Zumindest was ich auch von den Aufrufen bzw. von den Kommentaren gesehen habe. Ihr wisst ja, Aufrufe. Es soll Spaß machen und da stelle ich auch mal Dinge vor, die vielleicht jetzt nicht so im Fokus stehen. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt mal den Anfang des Monats betrachte, viele Logikspiele habe ich da absolviert. War auch das zeitliche Thema, wenn der eine oder andere wenig Zeit hat, auch bei uns von der Familie ausgehend, dann greift man auch gerne zu dem ein oder anderen Solo-Spiel und Mario Kart. Und das ein oder andere Spiel habe ich euch präsentiert. Richtig gute Solo-Spiele, die ich absolviert habe, gespielt habe, euch vorgestellt habe. Und die bekommt man teilweise für ein paar Euro. Da müsst ihr einfach mal schauen beim Händler oder über die Links. Dann habe ich jetzt hier noch Vogelversammlung, auch eines der Spiele, Smart Games. Ich mag die Spiele. Vogelversammlung habe ich euch auch vorgestellt. Pfotenparcours, auch ein weiteres Spiel, durchaus für diejenigen, für die etwas Jüngeren. Oder IQ Gears, ein richtig cooles Spiel. Da war ich auch überrascht, gerade handlich kompakt. Das ist beispielsweise jetzt ein Spiel, das kann man richtig gut für einen Freizeitpark gebrauchen, wenn man mal wieder ein bisschen länger anstehen muss. Ja, ansonsten die Shashibu-Reihe. Die ist sehr, sehr beliebt bei uns. Da habe ich auch separat schon berichtet. Auch solche Spiele, so kleine Beschäftigungen zum Runterkommen, zum Entspannen. Ja, einfach schön, diese Würfel immer wieder in andere Form zusammenzusetzen. Das hat sich gelohnt. Und da habe ich am Anfang gedacht, oje, jetzt weiß ich gar nicht, das könnte ja ein Mauermonat werden. Da werden wir sicherlich dann auch nicht so viel spielen. Dann spielt man einen Monat mal weniger. Aber die zweite Hälfte, die hat sich dann doch gezeigt, ist dann doch das ein oder andere Spiel auf dem Tisch gelandet. Was bei euch sehr gefragt sind, und dann komme ich gleich auch zum ersten Spiel, das sind diverse Spiele, diverse Abenteuer, wo man Abenteuer eintauchen möchte, gemeinsam kooperativ spielen möchte, Dungeon-Spiele, wo man einfach praktisch Helden, vielleicht auch das ein oder andere Monster absolviert. Und in der Vergangenheit habe ich euch da so viele Spiele vorgestellt, Chroniken von Avel beispielsweise, auch eines der Spiele, wo ihr euch anschauen könnt, auch super mit den Kindern zu spielen, wenn sie schon ein bisschen Spielerfahrung haben. Decent ist ein Spiel, da greifen wir immer mal wieder danach, auch richtig gut gemacht mit App-Unterstützung, aber
Ganz klar ein bisschen komplexer. Auch darüber habe ich schon berichtet. Destiny ist da oben, seht ihr es, immer noch so ein richtig gutes Spiel. Verschiedene Abenteuer erleben. Immer mal wieder spielen wir da das eine oder andere Szenario richtig schön gemacht. Auch hier mit App-Unterstützung. Das funktioniert, das harmoniert, aber man stürzt sich nicht zu sehr auf die App. Also das spielerische Element, das gesellige Element am Tisch kommt hier definitiv nicht zu kurz. Ansonsten Willen des Wahnsinns nach wie vor ein Favorit von meiner Frau. Da unten stehen die Serien. Ich habe Brave New World noch so eine kleine Erweiterung bekommen, die ich gar nicht gekannt habe. Also da gibt es immer noch was zu entdecken und die App gibt es gefühlt auch schon seit 10, 15 Jahren. Auch hier richtig gut gemacht. Ich will jetzt sagen, ich bin ein Fan nur mit App-unterstützten Spielen. Da sind jetzt einige genannt worden, aber diese bisher genannten Spiele, die sind auch richtig gut umgesetzt. Die sind richtig gut umgesetzt und das gefällt mir. Ja, ansonsten, wer dann wirklich in den Dungeon-Bereich gehen will, ihr merkt, ich finde gleich hier eine Überleitung zu dem Spiel. Gloomhaven ist auch ein Spiel, was ich empfehlen würde, wobei als Einstieg eher Pranken. Also alle, die mit Helden gerne ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer einsteigen wollen, aber einen leichten Einstieg suchen, der ist beispielsweise bei Pranken gut aufgehoben. Quasi das kleine Basisspiel zum großen Gloomhaven. Oder ja, Abenteuer Andor geht immer noch. Andor findet auch eine Fortsetzung. Also die Welt rund um Andor geht weiter. Da hinten habe ich die großen Boxen stehen. Da sind wir auch wochenlang eingetaucht. Auch ein richtig schönes kooperatives Spiel, ohne App übrigens. Aber da kommt ihr auch definitiv auf eure Kosten. Ansonsten Karak 2, auch das habt schon Erwähnung gefunden. Richtig schön, das eine unter der Erde, das andere über der Erde, mit Gegenständen, mit Helden, die man ausstattet. Also ihr merkt, es gibt eine richtig große Auswahl. Manchmal sucht man aber so ein Zwischending, wo man sagt, naja, das eine oder andere Kind möchte gerne mitspielen, man möchte Abenteuer erleben, es soll auch schön gemacht sein von der Illustration. Hüter der Jahreszeiten, vor kurzem habe ich es euch vorgestellt, ich glaube auch im Monat Juni, das kam auch gut an, abhängig von der Gruppe, also das trifft dann eher die vielleicht jetzt nicht so erfahrene 7-, 8-Jährigen, die auch mal in das ein oder andere Abenteuer einsteigen möchten und die kommen auch hier auf eure Kosten. So, der Jörg haut ein Spiel nach dem anderen raus, ich bin schon fast ein bisschen zu schnell, aber das ist jetzt auch der Übergang zu dem weiteren Spiel. Und jetzt zeige ich es auch mal. Helden müssen draußen bleiben. Auch hier ein Tipp von mir. Ein gutes Spiel für 1 bis 4 Personen. 40 Minuten Spielzeit, 12 Jahre. Miraculous ist das Spiel erschienen. Und das dreht mal den Spieß rum. Weil ich habe jetzt die ganze Zeit gesprochen über unsere Helden, über das kooperative Spielen. Naja, hier spielt er auch kooperativ. Aber vielleicht möchte man mal in die Rolle der Monster schlüpfen. Und genau das macht ihr in diesem Spiel. Das heißt, ein sehr erfolgreiches Spiel. Gibt es auch schon die ein oder andere Erweiterung, sehr beliebt. Und der Einstieg ist für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen holprig. Und denkt, boah Gott, jetzt Szenariobuch noch da und da beachten. Ich habe es euch in einem Video erklärt, bin auf wichtige Details eingegangen, habe jetzt so ein Regel-Update gemacht, aber ich denke, aufgrund des Videos kommt ihr gut rein in das Spiel, die Anleitung dennoch durchlesen, weil es gibt nur die ein oder andere Räumlichkeit, wo ein bisschen unklar sein könnte, aber ansonsten habt ihr da relativ, hoffentlich auch dank des Videos, Bezug zu diesem Spiel, weil, ja, wir kloppen jetzt uns gegen die Helden. Wir müssen die Helden vertreiben und die Helden, die wollen ganz klar an das Geld, die wollen, dass wir verlieren über zwei Phasen, zwei Etappen immer mal wieder kommen, eine neue Heldenwelle zum Tragen und jede Person schlüpft in eine Rolle eines Monsters. Manchmal hat man nur ein Monster, ich spiele gern den Drachen, aber ansonsten kann man auch in die Rolle von einem anderen Monster schlüpfen, wo man mehrere Figuren dann absolviert und so spricht man sich ab, versucht Fallen aufzustellen, versucht die Helden zu vertreiben, versucht Nachkampf, Fernkampf einzubringen, also auf unterschiedliche Art und Weise und das kommt, ja, bisher eigentlich auch schon, was ich jetzt gesehen habe auf Board Game Geek, wo man auch ein bisschen was nachlesen kann in den Foren, richtig gut an und das schon über einen längeren Zeitraum, gefühlt auch schon seit einem halben, dreiviertel Jahr. Also das zeigt doch einiges und deswegen auch hier das Spiel Helden müssen draußen bleiben. 12 Jahre steht dabei, wer sich ein bisschen auskennt, durchaus ein Spiel schon für die neuen 10-Jährigen, weil ihr geht hier kooperativ und man kann es auch solo spielen, aber ansonsten auch sehr gut zu zweit spielbar. Und es sind, glaube ich, 20 Szenarien, die hier auf euch warten. Also das ist eine
Menge. Und damit, ja, ein perfekter Übergang. Naja, zu perfekt ist er jetzt nicht unbedingt vom Dungeon hier in diesen Garten. Aber Botanicus, auch ein Spiel, was bei uns oft und gerne auf dem Tisch gelandet ist. Hans im Glück der Verlag, Vertrieb über Asmodee. Ein Spiel für 2 bis 4 Personen, ab 10 Jahre, 45 bis 60 Minuten. Auch das Spiel habe ich euch vorgestellt und das war wirklich eine positive Überraschung. Ja, über Grafik, über Spiele, über Elemente, Abläufe, da gehen die Geschmäcker auseinander. Auch hier gibt es den einen oder anderen Punkt, den mir jetzt nicht so gut gefallen hat. Aber spielerisch hat es einiges zu bieten, zumal es 2 Spielplanseiten hat. Das heißt, man spielt auf dem einen Plan auf der Kennerseite, also ein bisschen für erfahrene Spieler, und ist man schon praktisch auf dem Level, dass man sagt, man spielt viel, man kennt viele Kennerspiele, Expertenspiele, dann kann man auch die Rückseite des Plans verwenden. Und hier macht es definitiv auch noch ein bisschen mehr Spaß, gewisse Elemente zu erforschen, zu schauen, was man macht, wie läuft man mit seinem Gärtner, wie agiert man hier mit seinen Aktionen. Also definitiv ein richtig gutes Spiel und es war ja auch quasi auf einer Empfehlungsliste Kennerspiel des Jahres, der Jury Spiel des Jahres 2024, und ich finde zu Recht, weil das ist ein Spiel, wenn es nach einer Partie kribbelt und man hat das Gefühl, das ist ja echt gut, das will ich nochmal spielen, und das bleibt dieses Gefühl, und das hatte ich auch beispielsweise bei dem Spiel. Das ist ein Zeichen, wo ich sage, ja, das ist echt gut gemacht, da hat man sich wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Hans im Glück bringt immer nur das ein oder andere Spiel raus, bringt nicht so viele Spiele raus jährlich, aber die schaue ich mir gerne an, und Botanicus zählt sicherlich zu den Spielen, wo man sich als Kenner, als geübte Familie vielleicht, wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung habt, definitiv mal anschauen sollte. Ich habe ein Video dazu gemacht, und wenn ich jetzt wieder auf die Spieldoch oder in die Spieldoch in Friedrichshafen denke, gefühlt, die hatten glaube ich 10 Tische, und ich glaube auf 6 oder 7 Tischen wurde Botanicus gespielt, und gefühlt war das immer belegt. Also es gab zwischen immer mal einen Slot, aber es war immer belegt, wurde gespielt, und ich glaube viele haben richtig Gefallen gefunden an diesem Spiel. Das zu Botanicus. Ja, und jetzt kommen wir zu ein Spiel, da wurde auch schon heiß diskutiert, ja, und jetzt hier jetzt nochmal auf dem Tisch, auch das Spiel habe ich euch vorgestellt, und ihr wisst, ich war etwas gespalten, ich wusste nicht, Schwingenschlag, braucht man das überhaupt, zumal es ein Flügelschlagspiel ist, aus dem Hause Feuerland, aber es hebt sich dann doch ein bisschen ab von Flügelschlag. Klar, thematisch, man hat jetzt nicht mehr die wunderschönen Vögel, was vielen gefällt, sondern die Drachen sind jetzt hier dabei. Das muss man mögen, ein gewisses Element, wo sich ändert, aber ja, statt Vögel sind es jetzt Drachen. Nein, es sind auch ein paar neue Abläufe dazugekommen, ein paar neue Ergänzungen, die Würfel sind jetzt nicht dabei. Dadurch wird es auch etwas taktischer, etwas strategischer. Und wenn ich jetzt an Flügelschlag denke, wo man ja draufgeschrieben hat, als klassisches Kennerspiel ab 10 Jahre, ist Schwingenschlag ein Spiel ab 12 Jahre. Also definitiv ein Tick höher. Und wenn ich jetzt an meine Kinder denke, meine Tochter mag beispielsweise gerne Flügelschlag. Der Sohn, der spielt ja schon gefühlt sehr viele Expertenspiele, der greift immer gerne zu Schwingenschlag. Also da merkt man auch den Übergang bzw. den Unterschied. Wenn man es gemütlich spielen will, darf es gerne eine Partie Flügelschlag sein. Wenn es ein bisschen taktischer, ein bisschen tiefgründiger, auch ein bisschen länger da sein darf, auch mit mehr Platz, was man hier definitiv benötigt, dann darf es gern ein Schwingenschlag sein. Ich habe es euch ausführlich vorgestellt. Ein Fazit, es gibt sehr viele Kommentare zu dem Video, da könnt ihr mal reinschauen. Und es ist auch wirklich eine schwere Box, das ist aber ein tolles Spiel, das sich definitiv lohnt. Tja, und bei dem Spiel, da waren wir total überrascht, weil das Spiel und ich, Herr der Ringe, ja, auch hier gab es das ein oder andere Spiel unter den Kommentaren, wo genannt wurde, was gibt es denn überhaupt für gute Herr der Ringe-Spiele, da könnt ihr gerne mal unter dem Video in die Kommentare schauen. Gefühlt gibt es jetzt nicht so viele gute Herr der Ringe-Spiele, und es gibt ja auch, wenn man dann mal da schaut, wie viele Herr der Ringe-Spiele gibt, aber das Spiel hat mich wirklich überrascht. Schmidt, der Verlag, Klaus-Jürgen Frede, um auch mal wieder den Autor zu erwähnen, und das ist schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das schaue ich mal an, ein bekannter Autor, und ja, für den einen oder anderen nur aufgrund des Ringes, ein Kaufgrund, weil hier liegt wirklich so ein echter Ring dabei, also jetzt kein edler Ring, aber so ein schöner Ring, goldener Ring mit Initialen, also das ist dabei, aber dieses Spiel hat mich, hat uns wirklich überrascht. Es ist ein Spiel ab 10 Jahre für 3 bis 4 Personen. Übrigens war auch eine Frage, es funktioniert schon zu dritt sehr gut.
Und hier agiert man quasi kooperativ. Naja, teilweise kooperativ, weil das Böse lauert. Wir werden in Versuchung gebracht und je nachdem, was passiert aufgrund der Kartenauslage, kann es sein, dass wir die Seite wechseln und dann plötzlich gegen die Helden spielen. Und dieses Element, dieses Überraschungselement, was nicht unbedingt immer zum Tragen kommt, je nach Spiel, das ist richtig gut. Da ist ein Gefühl, dass man plötzlich immer kooperativ kommt, du spielst es aus und plötzlich muss ich die Seite wechseln und ich drehe den Schalter um und spiele plötzlich gegen die anderen. Und das ist richtig gut umgesetzt. Es war wirklich überraschend. Und das ist eine Spielweise, wo man sagt, man spielt das Ganze ja nur gerade mal so 40, 45 Minuten, so auf der, was auf der Seite steht. Also das hat echt Laune gemacht. Das ist ein richtig gutes Spiel. Und der ein oder andere, vielleicht, wenn man sich ganz klar auch ein bisschen für Herr der Ringe interessiert, sollte sich mal vielleicht anschauen. Aber drei Personen müsst ihr mindestens sein. Also mit zu dritt und zu viert funktioniert es. Ja, auch ein weiteres Spiel, was mich, was uns, insbesondere die Kinder, positiv überrascht hat, weil das ist Raken Tycoon. Ein Erfolgshit oder Verkaufsschlager, sagt, glaube ich, Piatnik auf der Homepage aus Amerika. Es ist ein Spiel ab 10 Jahre für 2 bis 5 Personen, 60 Minuten Spielzeit. Und das Spiel gab es, glaube ich, ursprünglich schon als so eine Art Kickstarter-Version, durchaus erfolgreich, auch schön gemacht mit den Illustrationen, ganz klar, da trifft es nicht jeden Geschmack, auch das Cover ist jetzt nicht unbedingt, wo mein Geschmack gleich trifft, aber das Spiel macht richtig Spaß. Es geht um das Handel mit Ressourcen, es geht um das Bauen von Gebäuden, um den Handel zu unterstützen, es geht um gewisse Karten, gewisse Elemente, wo man sammeln, also Set Collection spielt hier eine Rolle und das agiert zusammen, hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn hier diese, wie sagt man, diese typischen Monopoly-Scheine dabei sind, aber hier ist wirklich hochwertiges Geld, was richtig gut umgesetzt wurde in dem Spiel. Und das Spiel hat uns überrascht. Ich habe es hier hinten gleich auf der Seite rausgegriffen. Da merkt man, das ist auch ein Spiel, wo wir momentan öfters danach greifen, wo auch die Kinder total überrascht waren. Positiv überrascht waren, und zwar beide, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir es öfter spielen. Vielleicht liegt es daran, dass ab und zu auch das ein oder andere Hotel immer mal wieder auf dem Tisch landet. Ja, diese alten, diese alten klassischen Spiele, warum auch nicht, die sind durchaus beliebt. Und Monopoly, ja, früher haben wir es oft gespielt, aber Hotel hat einiges dazu beigetragen. Und da hat man ja auch die Geldscheine und hier ist es auch der Fall. Also, ja, auch ein schönes, interessantes, gutes Spiel. Gar nicht mal so schwer, aber auch dazu gibt es ein Video, da könnt ihr mal reinschauen. Ja, auch Bärenpark ist auf dem Tisch gelandet. Was ist denn das Bärenpark? Ja, wir bauen unseren Park, ein Plättchenlegespiel. Es hat schon ein paar Monate, kann man schon sagen, ja, ich müsste jetzt überlegen, weil ich das Video gemacht habe. Das hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Phil Walker Harding, aber wirklich ein Spiel, was ein bisschen unter dem Fokus geraten ist. Spiel von Lookout. Spiele für 2 bis 4 Personen. Und ich mag es einfach, solche Parks zu errichten. Gerade hier als Plättchen-Legespiel. Je nachdem mit der Erweiterung, wo man noch ein paar weitere Elemente dann hat. Wie man die Auswahl bildet, wie man sie anlegt, in welcher Art und Weise man anlegen muss. Das ist richtig schön thematisch umgesetzt. Und auch das Spiel und ich glaube auch die Erweiterung habe ich euch vorgestellt. Das kam ja bisher auch über die letzten Monate, Jahre gut an. Das Spiel könnte, und deswegen haben wir auch den Vergleich angestellt, könnte aber eine gewisse Ablösung finden. Weil wenn es um die Highlights geht, des Monats Junis, dann ist es ganz klar der große Jahrmarkt. Ja, das Cover, das gefällt mir nicht. Aber sei es dahingestellt, spielt jetzt mal weniger eine Rolle. Wobei, ja, das Auge spielt mit. Aber dieses Spiel erschien bei Skelle Games ab 12 Jahre, durchaus eine Empfehlung schon ab 10 Jahre, für 1 bis 4 Personen, 45 bis 60 Minuten, wo es übrigens auch eine Erweiterung gibt. Das haben wir gespielt auf der Spieldoch. Das heißt, relativ jetzt kurzer Abstand, aber ich wollte es noch mit reinnehmen. Ich stelle es euch auch nochmal separat vor, auch die Erweiterung. Weil das Spiel war ein Spiel, wo ich gedacht habe, ja, mal schauen, der große Jahrmarkt. Gut, jetzt sind wir bei Skellig. Ich wollte es mal spielen, dann weiß ich, ob das, ob es gut ist, ob ich es euch vorstelle. Wobei manchmal sind es auch Spiele, die mir nicht gefallen, die ich euch vorstelle. Aber gerade auf solchen Messen, da nutze ich auch die Spielzeit. Und das haben wir gespielt, nicht nur an einem Tag, sondern am Folgetag gleich noch einmal. Ja, bist du denn verrückt? Gab es nicht mehr Spiele? Doch, es hätte noch andere Spiele sein können, aber ich wollte es dann am Folgetag gleich nochmal spielen. Das ist ein gutes Zeichen. Mein Sohn hat es auch gespielt
Und das hat uns positiv überrascht. Es ist schön gemacht, man hat seine Aktion. Man hat praktisch einen leeren Bauplatz vor sich und man errichtet da Plättchen für die Wege bzw. für Bauplätze, wo später die verschiedenen Fahrgeschäfte draufkommen. Das heißt, entweder ja, so ein Bauplatz, entweder so ein Fahrgeschäft oder ja, die Besucher. Die Besucher gehen zu den einzelnen Geschäften, hinterlassen Tickets und versuchen, ja, den Ausgang zu finden, wollte ich schon sagen. Aber über den Ausgang profitieren sie von weiteren Punkten. Es sind eigentlich nur drei Aktionen, wie man hat, aber das Spiel hat einen schönen Tiefgang und ein Level, wo man denkt, boah, das ist ja gar nicht mal so schwer. Und dann merkt man, oh, ich muss ja noch an das achten. Oh, da muss ich ja auch drauf achten. Und das Spiel hat mich echt überzeugt. Ein richtig gutes Kennerspiel zum jetzigen Zeitpunkt. Aber gleich der Hinweis, weil da habe ich auch vor Ort gefragt. Das war übrigens, glaube ich, mittags, am ersten Tag war es mittags um 10 und um 12, 1, war es schon ausverkauft, das Spiel. Das war total krass, weil die haben auch damit nicht gerechnet, Skelly Games. Die Auflage ist jetzt nicht so hoch. Ich möchte jetzt euch keinen Zugwind oder sonstiges geben. Ich werde es euch noch vorstellen, separat. Aber ich weiß nicht, wie bei vielen Spielen, ich komme gleich übrigens zu dem nächsten, da sind halt irgendwann die Spiele weg. Es gibt so viele Spiele und manchmal muss man ein bisschen schneller entscheiden, ob man ein Spiel will. Nicht jedes Spiel hat eine Auflage von 10.000. Manchmal sind es nur ein paar tausend Exemplare. Aber wenn sie weg sind, dann sind sie weg. Und bei der große Jahrmarkt kann ich mir auch vorstellen, dass es spätestens ja, in ein paar Wochen, ein paar Monaten ausverkauft ist. Aber ich gegebenenfalls frage ich dann nochmal nach bei Skelly Games, wenn dieser Fall eintreten sollte. Aber es ist einfach so. Das ist bei vielen Spielen so. Aber das Spiel, ja, das ist echt gut. Also, ich mag schauen. Also, es wird Zeit, das euch vorzustellen. Weil dieses Spiel, tja, mein Gott, Jörg, das ist doch schon uralt. Die Gilde der fahrenden Händler, Skelly Games AEG, habe ich euch im April 2023, glaube ich, vorgestellt. Jörg, das liegt aber schon eine Weile zurück. Ja, und auch dieses Spiel war ausverkauft, war lange Zeit ausverkauft, aber es erschien im April. Das heißt, wenn es um die Jury-Spiel des Jahres geht, um die Auswahl der Spiele, dann ist immer die Grenze Ende März. Je nach Erscheinung, das ein oder andere Spiel kann auch reinrutschen, wie es im Handel dann auch verfügbar ist. Da gibt es gewisse Kriterien, wo die Jury Maß anlegt, aber dieses Spiel ist erst danach erschienen. Also, und dadurch ist es auch noch reingerutscht in den Bereich Kenner-Spiel, beziehungsweise nominiert zum aktuellen Zeitpunkt. Kennerspiel des Jahres, die Gilde der fahrenden Händler, weil es nach wie vor ein richtig gutes Spiel ist. Und auch damals habe ich euch, glaube ich, auf ähnliche Art und Weise da gesagt, ja, ihr müsst schauen. Ganz klar, wenn euch das Spiel gefällt, es kann ausverkauft sein und dann kriegt man es nicht mehr. Ja, hier habt ihr Glück. Schaut mal das Video ein. Das Einzige, was oftmals kritisiert wird bei diesem Spiel, sind diese Brauntöne. Ja, es dominiert die Farbe Braun sehr stark in diesem Spiel. Helles Braun, Weißtöne, rötlicher Bereich, dunkelrot. Also alles so in diese Richtung. Und das ist der einzige Punkt. Aber spielerisch macht es einfach Spaß zu agieren, auf verschiedenen Plänen, verschiedene Szenarien zu spielen. Übrigens auch spielt sich sehr gut zu zweit. Und das ist quasi ja nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Also ganz klar ein Tipp und auch bei uns immer wieder mal auf dem Tisch über die letzten Monate. Ich zeige das jetzt in jeder Monatsshow, sonst denkt der hypt das ja ohne Ende. Aber ich finde es richtig gut. Das gefällt mir. Wenn ich übrigens schon bei Kennerspiel des Jahres bin, die anderen beiden, die möchte ich jetzt nicht außer Acht lassen, wenn wir schon über den Monat Juni reden. Ich habe ja ein Video dazu gemacht, weil Zug und Zug Legacy, das war auch so ein Spiel, wo ich ein Kribbeln gehabt habe, wo ich gedacht habe, boah, das ist ja richtig gut. Wo man wirklich über mehrere Tage dann gespielt haben und dieses Erlebnis durchgespielt haben und das war richtig toll. Preislich gibt es da immer mal wieder Unterschiede. Wir spielen aber jetzt das Spiel anschließend nicht auf der Basisseite, sondern das war ein wunderschönes Erlebnis, das zu spielen. Es hat für mich sogar eher einen Sonderpreis verdient gehabt und für den einen oder anderen war es überraschend, dass es sogar auf der Nominierungsliste Kennerspiel des Jahres ist. Das könnte definitiv dieses Jahr sehr spannend sein. Aber Zug um Zug, boah, da unten stehen die ganzen Erweiterungen von 1 bis 7 hier auf der Seite. Die Reihe muss ich auch mal fortsetzen. Ich glaube, ich bin bei 4 oder 5. Aber das ist einfach ein tolles Spiel. Das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. War damals ausgezeichnet zum Spiel des Jahres. Und jetzt schauen wir einfach mal als Legacy-Spiel, als einmaliges Erlebnis. Wobei man muss jetzt die Erfahrung von Zug um Zug nicht haben. Aber das hat einfach Spaß gemacht. Ja, ansonsten.
E-Mission, genau, das wollte ich jetzt nicht unterschlagen, wenn ich schon erwähnt. E-Mission, das war ein Spiel, was, ja, eigentlich sage ich das weniger jetzt in den Videos, weil ich möchte euch ja gute Spiele vorstellen. Es ist ein gutes Spiel, aber es ist thematisch für mich einfach sehr speziell. Ich tauche gerne ein in die Welt der Spiele, ganz klar, das macht mir sehr viel Spaß. Aber jetzt hier noch quasi mit Klimawandel zu agieren, es ist ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit und jeder leistet hoffentlich einen Beitrag dazu. Aber ich muss jetzt nicht in diese Spielewelt mit Klima und sonstiges eintauchen, zumal es ein sehr komplexes Spiel ist. Und das hat mich auch überrascht, dass es auf der Liste ist zum Kennerspiel des Jahres. Das zu erklären, oh, das braucht Zeit. Und da kann man nicht gerade losspielen, weil es da doch einige Symbole gibt, die man beachten muss. Und das Material und die Grafik, ja, sind wir wieder beim Punkt, Geschmäcker sind verschieden. Das hat mich nicht überzeugt. Tja, wird spannend. Deswegen eine sehr spannende Auswahl, gerade was das Kennerspiel des Jahres angeht. Und wie immer, lassen wir uns überraschen. Ich bin auch in Berlin, auf der BerlinCon. Bin mal gespannt, wen ich da von euch wieder treffe. Das heißt, ich bin mehrere Tage auf der BerlinCon und geplant ist auch zum aktuellen Zeitpunkt angemeldet, habe ich mich auch, dass ich mir die Veranstaltung Spiel des Jahres quasi an diesem Sonntagabend vor Ort, sitzt in einem anderen Hotel, dann auch anschaue. Ich werde dabei sein, live dabei sein. Ich glaube, ich werde euch jetzt live mitnehmen. Ich möchte es auch ein bisschen genießen und da bin ich gespannt, wen treffe ich von euch in Berlin. Ihr dürft es gerne kommentieren. Spricht mich auch gerne an vor Ort, gar kein Thema. Und am Sonntag gibt es quasi die Verkündung Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres. Ihr merkt fließender Übergang, weil ja, zuletzt in den letzten Monaten kamen die Kinderspiele ein bisschen zu kurz, was die Monatsschau angeht, aber ich zeige euch sehr viele Kinderspiele. Das dauert manchmal einfach ein bisschen länger. Ich habe jetzt nicht mehr so die Möglichkeiten wie früher, dass ich jetzt mit meinen Kindern spiele, weil die sind aus dem Alter raus. Aber große, kleine Edelsteine habe ich euch auch schon erklärt und zwar immer, es war für mich wichtig und spannend auch zu sehen, ich habe es euch vor der Bekanntgabe des möglichen Kinderspiel des Jahres gezeigt, weil dieses Spiel ist auch zum aktuellen Zeitpunkt nominiert zum Kinderspiel des Jahres. Schmidt, der Verlag, ab 5 Jahre, große kleine Edelsteine. Und das Spiel hat einige Besonderheiten. Und man sieht schon auf der Rückseite, weil irgendwie sehen die Edelsteine alle gleich aus. Naja, hier ist die Abbildung, aber welche Größe ist es jetzt hier? Das heißt, ihr müsst schauen, was passt, welches Blättchen nehmt ihr euch? Manchmal sind sie etwas kleiner, etwas größer. Perfekt wäre, wenn ihr die Größe findet. Und so geht es quasi um Übereinstimmung, um das Wahrnehmen der Größen, der Gegenstände, der Formen. Und das ist gut gemacht, wirklich gut gemacht. Und das kam auch wirklich sehr gut an bei den Kids, bei den Kindern, so muss ich sagen. Und auch zu Recht auf so einer Liste. Und sieht auch von den Illustrationen hübsch aus, gefällt den Kindern. Also da gibt es sicherlich nichts einzuwenden. Ja, bei dem Spiel, da war ich dann ein bisschen überrascht, weil Taco Katze Ziegekäse Pizza wollte ich jetzt fast sagen. Nein, die großen Spiele, die habe ich euch schon vorgestellt. Super Kartenspiel, super witzig. Und das Spiel bricht das Spielprinzip nochmal deutlich nach unten. Das ist ein sehr einfaches Kinderspiel, wirklich sehr einfaches Spiel. Und viele greifen dann eher zum etwas größeren Spiel für die Kinder ab 8. Gibt ja auch diese Extremversion. Also ich blende es euch, glaube ich, ein. Auch die habe ich euch schon vorgestellt, wo es darum geht, sich Karten auszuspielen und dann immer wieder das Wort zu nennen. Und da ist doch eine andere Abbildung dabei. Und das ist jetzt heruntergebrochen. Und die Altersangabe ab 4 Jahre. Kinderspiel nominiert zum Kinderspiel des Jahres ab 4 Jahren. Da ist irgendwann ganz klar bei euch die Luft raus, bei den Kindern raus, 4, 5 Jahre. Das Spielen beginnt ja meistens so mit 2,5, 3 Jahren mit den ersten einfachen Regeln. Aber bei diesem Spiel ist wirklich irgendwann die Grenze bei 5 Jahre gesetzt und dann greift ihr, und das ist ja schon vorhanden, zum etwas größeren Spiel, Kartenspiel, auch handlich kompakt oder zu der etwas extremeren Version. In 3 Videos habe ich euch alle Spiele gezeigt, also habt ihr eine Auswahl, wenn ihr was sucht. Für die Schultüte beispielsweise bietet sich zum Beispiel das etwas größere Spiel an, ab 8 Jahre. Das ist echt spaßig, echt super gemacht. Blue Orange, der Verlag, vertrieb über Asmodee. Ja, aber auch ein weiteres Spiel, was auch von der Illustration richtig gut gemacht wurde. Auf der Spieldoch, da habe ich auch ein kurzes Interview geführt. Auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch an Game Factory. Ein Kinderspiel, auch hier nominiert. Tja, aber auch ja, an dieser Stelle auch mal liebe Grüße an Arno Steinwender und Markus Slavicek, weil auch beide sind sehr erfolgreich. Ich habe den Ausschnitt gesehen, wo sie das ver oder gesehen haben, die Verkündung, dass sie nominiert sind. Ich glaube, also da ist man überglücklich und freut sich und alles, was da kommt, wird man sehen. Wird von der Illustration richtig schön gemacht, sehr toll gemacht. Die magischen Schlüssel
finde sie und öffne die Truhe. Ein Kinderspiel ab 6 Jahre. Na, ihr merkt jetzt, das andere war ab 4. Hier geht es schon wieder mehr verstärkter in den Kinderbereich, wo auch 5, 6, 7-Jährige gut mitspielen können. Geschwisterkinder unterschiedlichen Alters. Da kann die Oma oder Opa auch mitspielen. Und bei diesem Spiel zock ich gerne. Naja, was heißt hier zocken? Die Kinder sollen es ja spielen. Naja, gut, mitgespielt habe ich es und gesehen habe ich es auch. Aber hier geht es ja darum, dass man den passenden Schlüssel findet. Oder die passenden Schlüssel, weil es geht um die Schätze. Nicht jeder Schlüssel passt und man hat hier einen Laufweg, den man geht. Man zockt quasi mit diesen Würfel und versucht auf dieser Leiste möglichst hoch zu kommen. Wobei nicht nur mit hoch, sondern den passenden Schlüssel zu erreichen, um effektiv viele Edelsteine abzugreifen. Ein schönes Element, das Laune macht. Es ist für 2 bis 4 Kinder, unabhängig von der Kinderanzahl, spielt sich's genauso gut. Und es geht auch schnell. Kinder haben nicht immer die Geduld, lang am Tisch zu sitzen. Das ist einfach so. Also bei uns in der Anfangszeit, ja, wenn man viel spielt, dann kommt es automatisch. Mittlerweile sitzen meine Kinder auch mal 3 Stunden an einem Spiel, für den einen oder anderen undenkbar, aber ja, ihr seht ja, wir sind ja quasi eine Spielefamilie. Wir spielen einfach viel und hier die 15 Minuten passt, weil man kann es jedem Kind zumuten, da 30, 40 Minuten am Platz zu sitzen. Deswegen sind die Kinderspiele oftmals alle kürzer geraten, 15 Minuten. Das geht auch recht schnell. So, das als weiteres. Mein Gott, ich habe so viele Spiele, was ich euch noch zeigen möchte. Aber wenn wir schon es sind und ich muss es abschließen. Aber bei uns auch wieder regelmäßig auf dem Tisch gelandet. Und das ist das Spiel Sky Team. 12 Jahre steht hier dabei, laut Empfehlung, weil es wurde ja auch nominiert zum Spiel des Jahres. Und die Jury sagt, nö, nicht ab 12 Jahre, eher ein Spiel ab 10 Jahre, ein Zwei-Personen-Spiel. Und zwar ein thematisch richtig gutes Spiel von Scorpion, Masquet und Cosmos. Das Spiel hat mich von der Nominierung ein bisschen überrascht. Wobei, da kommt nachher auch ein Spiel. Ich war mir sicher, in Anführungszeichen, das ist man sich nicht, weil es ein starker Jahrgang war, aber ich war mir sicher, in irgendeiner Liste tauft es auch. Ich hätte es sogar eher in den Kennerspielbereich gesehen, wobei man spielerisch gut reinkommt in das Spiel. Dann könnte man wieder sagen, wie viel mutet man euch zu? Wie viel Regel, wie viel Anleitung, wie viel Lesen mutet man dem einen oder anderen zu, dass es als Spiel des Jahres gilt? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es da ein paar Diskussionen gab, aber auch das Spiel habe ich euch versucht, ein bisschen spielerisch zu zeigen und genau so kommt ihr auch perfekt in das Spiel rein. Ich hoffe es zumindest, weil es ein richtig gutes Zwei-Personen-Spiel ist mit einem schönen thematischen Bezug. Hier passt quasi schon alles zusammen, also da gibt es kaum was zu kritisieren, außer die etwas kleinen, fummeligen Plättchen. Aber vielleicht kommt man da noch und setzt irgendwie was an und ergänzt das Ganze. Ich denke, da läuft die Maschinerie, der Gedanke schon im Hintergrund, was man da alles noch beifügen kann. So, das zu dem Punkt. Ja, komm, ich habe es erwähnt, aber wir haben es auch gespielt, ganz klar. Deswegen erwähne ich es auch. Aber das Spiel, da habe ich auch geschaut, das habe ich nicht mit jedem absolviert, weil Captain Flip ist ein wirklich einfaches Spiel, ein einfaches Spiel. Da muss man definitiv die Zielgruppe sehen und das sind insbesondere die Zielgruppen, die sagen, naja, wir suchen jetzt ein Spiel, wir spielen so gut wie gar nicht und wir suchen ein einfaches Spiel. Die Kinder haben jetzt auch noch nicht so viel Spielerfahrung, aber es soll einfach ein schönes Spiel sein. Ja gut, von der Grafik wirkt es schon mal cool. Piraten, das geht ja immer in der heutigen Zeit. Und ein einfaches Spiel mit wenig Regeln, wo man reinkommt. Ich will jetzt auch nicht zu viel lesen und so viel Spielerfahrung habe ich auch nicht. Da ist definitiv eine Empfehlung. Jetzt die Frage, ist auch was für euch? Und viele sagen, Captain Flip, warum denn das? Das spielt man ein paar Mal. Das hängt auch wieder von der Erfahrung ab. Dann seid ihr vielleicht schon bei der Zielgruppe raus oder drüber, aber vielen gefällt es auch als Absacker oder als Einstieg eine Runde. Das muss man immer wieder sehen. Zumal auch dieses Spiel recht schnell geht. 20 Minuten Spielzeit, 2 bis 5 Personen, 8 Jahre. Playpunk, Vertrieb über Asmodee und das Spiel ist quasi auch gleich erklärt, weil man hat ein Säckchen, man zieht da ein Plättchen raus, schaut sich's an, nimmt man's, ansonsten kann man es umdrehen, aber dann muss man es anlegen auf sein Tableau und zwar in eine jeweilige Spalte, in eine offene Spalte und die Plättchen agieren, harmonieren, nicht unbedingt harmonieren miteinander, aber die muss man anlegen und hier gilt's effektiv quasi zu spielen, aber so ist das ganze Spielprinzip. Es gibt unterschiedliche Pläne, sodass ein bisschen Variabilität vorhanden ist. Und ich glaube, aufgrund dieser Nominierung, schauen wir mal, was draus wird, wir werden es ja bald erfahren, kann ich mir vorstellen, dass da auch im Hintergrund einiges läuft an Erweiterung. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen komplexer wird. Also komplexer, es wird andere Plättchen geben. Das Spiel bietet Ausbaumöglichkeiten ohne Ende. Und ich glaube, da wird auch noch einiges kommen zu Captain Flip. Also da bin ich auch hier wieder gespannt, was da kommt. Und das letzte Spiel der Reihe,
Ja, viele haben es mir damals empfohlen. Ja, das musst du vorstellen. Ich habe es auch schon vorgestellt, schon ein bisschen länger her. Sorry, we are French, der Verlag, unbekannt oder vom Namen ein bisschen ungewöhnlich, so muss ich sagen, vertrieb über Asmodee auf den Wegen von Darwin. Nein, es ist jetzt nicht das Darwin's Journey, auch wenn sich Skelly Games sicherlich auch gerne über so eine Nominierung gefreut hätte, weil es ist ja ein richtig gutes Expertenspiel, auch mit Erweiterung. Übrigens, da müsst ihr auch schauen, inwieweit es das Spiel noch gibt. Aber das ist quasi eines meiner Highlights, wenn es um das Jahr 2023 geht, wenn es um Expertenspiele angeht. Aber hier ist auch Darwin. Es ist schön thematisch. Es bietet sogar noch Informationen rund um Darwin. Aber auch hier bei dem Spiel segelt auf der Beagle um die Welt, studiert Tiere und stellt Theorien auf. Also je nachdem, wie ihr agiert, wo ihr eure Plättchen legt, sehr schön thematisch gemacht. Das ist jetzt für mich ganz klar ein Spiel, das spielen wir jetzt auch gerne, auch wenn meine Kids schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, aber das ist auch ein Spiel, wo man sehr gut in der Familie spielen kann, wo alles schön dargestellt ist, vom Einspruch nicht unbedingt einfach, eher im mittleren Bereich gekennzeichnet, die Altersangabe, mal schauen, wo haben wir das denn hier drauf, auf der Seite, manchmal steht es auf der Seite hier. Es ist ab 8 Jahren, genau, spricht durchaus die Familie an. Geht 30 Minuten, also von der Spielzeit nicht so lang. 2 bis 5 Personen, sehr schön thematisch gemacht. Auch die Qualität der Plättchen kann sich sehen lassen. Dadurch hat die Verpackung auch ein gewisses Gewicht. Auch das, ja, durchaus lohnenswert. Ja, und jetzt wird es wieder Zeit. Ich habe es zuletzt euch eigentlich auch, ja, oder zuletzt wollte ich es auch machen, aber dann ist mal wieder mal durchgerutscht. Es wird mal wieder Zeit für ein kleines Gewinnspiel. Ihr könnt dieses Mal wieder was gewinnen. Ich habe wieder bunt zusammengepackt. Vielen Dank an die Verlage Huch bzw. Schmidt, die mir wieder das ein oder andere Spiel zur Verfügung gestellt haben. Und dieses Paket könnt ihr gewinnen. Dazu müsst ihr lediglich kommentieren. Alles Weitere findet ihr in der Beschreibung. Und dann geht auch dieses Gewinnspielpaket. Wie lange es läuft, alles seht ihr dann in der Beschreibung. Und dann geht auch wieder dieses Paket an Spielen zu einer oder ja, zu einer Person, weil was dabei ist, ist Stichwahl. Das Spiel, da drüben habe ich es, möchte ich euch noch vorstellen. Man merkt schon, Stichwahl, also mit H geschrieben, ein sehr ungewöhnliches Stichspiel. Und viele mögen Stichspiele. Mein Sohn ist ja auch großer Fan von solchen Stichspielen. Und sehr schön gemacht für eine Illustration, da hat man sich einige Mühe gemacht. Jochen Knittel, der Autor, das Spiel ist das erste. Dann habe ich jetzt hier noch Touch It World, was ist denn das? Aus dem Hause Huch, ab 6 Jahren. 2 bis 6 Personen. Betrachte die 4 Bilder, berühre die Rückseite der Karte und beeil dich, das richtige Bild zu finden. Spannend. Werdet ihr noch sehen. Auch das Spiel, es gibt glaube ich 2 Editionen. Also kommt noch, werde ich euch vorstellen. Und dann ganz liebe Grüße an die Rita Model, weil die hat beispielsweise auch gehofft, dass sie auf einer dieser Listen ist, wobei eher im Bereich von Spiel des Jahres, weil ihr Spiel Kuhstein ist nach wie vor in aller Munde. Aber da merkt man, ja, es war ein durchaus starker Jahrgang. Kufstein ist ja auch ein gutes Spiel, aber vielleicht hat das Gut dann am Ende nicht ausgereicht und die Konkurrenz hatte dann doch die Nase ein bisschen vorne. Es wird ja auch abgestimmt und die Jury, die ist ja auch breit gefächert aus allen möglichen Bereichen und ja, es gab einfach eine große Auswahl. Durchaus ein starker Jahrgang bei diversen Bereichen und Kufstein hat es auch auf keine Empfehlung geschafft, aber Rita, liebe Grüße, weiterhin viel Erfolg und Kufstein, wo passen jetzt auch dazu, gibt es jetzt aus dem Hause Schmidt für euch zu gewinnen. Auch hier ein sehr schönes Element. Ich habe es euch vorgestellt. Spiel hat das schon ein paar Monate auf dem Buckel. 8 Jahre, 2 bis 4 Personen, 45 Minuten. Wir bauen die Landschaft aus. Plättchenlegespiele sind einfach sehr beliebt. Lasst eure Kühe darauf weiden. Oh, ein erfrischendes Element, was diesem Plättchenlegespiel auch gut tut. Und sammelt Punkte. Ja, mal mehr, mal weniger. Da habe ich dann doch ein bisschen meine Probleme, weil die Kühe, die wollen dann doch nicht so wie ich. Und das mit verschiedene Karten. Sehr schön gemacht, auch ein richtig schönes Familienspiel, aber auch für die eine Erwachsenenrunde, wenn ihr gerne auch beispielsweise zu zweit spielt. Das könnt ihr euch mal anschauen und ja, die Zeit, aber es muss einfach sein. Galerie der Künste. Wer das Video gesehen hat, der weiß, ja, der Jörg, der hat
dem einen, das eine oder andere hat ihm dann doch nicht an diesem Spiel gefallen, aber auch ein sehr erfolgreiches Spiel. Auf der Spiel doch beispielsweise auch in Friedrichshafen wurde es auch gespielt. Und das hat ja auch, ich kann das jetzt nicht aufmachen, aber es hat schon, das Cover ist quasi schon Double Layer mit besonderen Elementen. Hoch und Mighty Boards, ja, ja, Mighty Boards auch in diesem Bereich ansässig. Auch hier quasi ein Plättchenlegespiel. Gefühlt gibt es wahnsinnig viel. Also ich bin mal gespannt, wann der nächste Trend kommt, aber diese Spiele sind absolut gefragt. Es steht ab 10 Jahre drauf. Ganz klar, ist ein bisschen anspruchsvoller, hat aber ein wirklich tolles Ende. Ich habe es euch vorgestellt, tolles Material. Spielerisch hat es mich an der einen oder anderen Stelle jetzt nicht so unbedingt gepackt. Es ist für 2 bis 4 Personen 30 bis 60 Minuten. Und ihr merkt so, Kunst als Spiel, warum auch nicht, gibt es wenige. Aber vieles harmoniert und vielen gefällt es auch dieses Spiel. Das Paket könnt ihr jetzt gewinnen, beziehungsweise alles weiter findet in der Beschreibung. Und dazu wünsche ich euch viel Glück. So, jetzt aber zu den restlichen Spielen. Ich wollte schon hier eine Abmoderation machen, aber nein, ich bin noch nicht ganz durch. Ihr seht es ja auch in den Zeitmarker, weil 2 der Spiele sind auch wieder öfters auf den Tisch gelandet. Moment, Formation. Das Spiel hat doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, Piatnik, der Verlag. Jo, schon wieder Piatnik. Oh, scheint momentan auch einen kleinen Aufwind zu haben. Aber auch Free Motion kann sich sehen lassen. Beides sind richtig gute 2-Personen-Spiele. Was mich hier stört, hier steht ab 6 Jahre drauf und hier steht ab 10 Jahre drauf. Ist das ein Druckfehler? Also ich habe es ja im Video erwähnt, aber so großer Unterschied ist ja auch nicht. Liegt es am Material? Liegt es vielleicht an der Materialprüfung, wo man oftmals auch die Altersangabe ab 14 hochschraubt? Da gibt es auch das eine oder andere Spiel, beziehungsweise oftmals von einem anderen Verlag dann und wurde dann übernommen ab 14. Oh, das ist ein Thema, wo man durchaus diskutieren sollte, verstärkt diskutieren sollte. Aber warum das eine, warum man das dann ab 10, ab 6, das sorgt für Verwirrung. Gerade wenn man beide Spiele im Handel sieht, dann denkt man, das ist das Kinderspiel und das ist ein Spiel, wo Erwachsene mitspielen können. Definitiv nicht. 10 Minuten Spielzeit, 15 Minuten Spielzeit und von der Art und Weise, von der Spielweise zeige ich ja gerne die Rückseite. Ich habe es aber auch schon oft erwähnt. Manchmal macht man da was, aber hier ist eher ein bisschen mau. Ich habe euch die Spiele erklärt. Abstrakte Spiele, wo es um Position geht, wo es um Verknüpfungen geht, von Steinen geht, mit Farben verbunden, Farben, Formen in einem Quadrat. Beide Spiele habe ich euch gezeigt. Da könnt ihr mal reinschauen. Übrigens eines der Lieblingsspiele meiner Tochter, wenn es um 2-Personen-Spiele geht. Eigentlich habe ich ja die oben bei den abstrakten Spielen. Die stehen hier unten. Muss ich mal mit ihr reden, weil wir haben oben eine große Auswahl an abstrakten Spielen. So, ja, fließender Übergang. Das ist aber jetzt echt Zufall. Passt irgendwie heute alles. Great Kingdom. Ein Spiel aus dem Hause Korea Board Games. Mit der Vorstellung dieser Spiele lasse ich mir gerade bei Korea Board Games also ein bisschen Zeit. Warum? Weil viele Spiele, die dann auf der Spiel in Essen im Herbst immer vorgestellt werden, sind nicht sofort im Handel zu finden. Manchmal dauert es, weil man so einen Vertriebskanal noch benötigt oder eine Handelsplattform oder manche Spiele kommen dann auch bei einem anderen Verlag dann raus, also in Verknüpfung. Und deswegen lasse ich mir da ein bisschen Zeit, aber das beste Spiel der Dreierreihe, weil es gibt ja 3 Spiele, ist Great Kingdom. Ein 2-Personen-Spiel ab 8 Jahre, steht glaube ich bei allen drauf, 2-Personen-Spiel ab 8 Jahre, sind ja alle für 2. Aber dieses Spiel, dieses taktische Element, wo es quasi darum geht, Türme zu erbauen und andere auszugrätschen, ist jetzt nicht ganz neu, ist aber hier wirklich sehr schön gelöst, ist auch vom Großmeister des Go und hier diese Verknüpfung, andere abzuschneiden, abzugrenzen oder große Gebiete zu bilden, wo der andere nicht mehr rein kann, also Blau spielt gegen Rot, das ist gut gelöst. Sehr viel Plastik, das ist der einzige Punkt, wo der ein oder andere vielleicht gerne kritisiert, man hört es ja auch schon, wenn man es in der Hand hat, aber das war schon das gute, richtig gute Spiel der Reihe. Mein Sohn mag es, also für ihn war es auch eines der richtig guten 2-Personen-Spiele im Juni. Tja, und sind wir bei den Spielen, die wir gerne absolvieren, Mischwald, auch das Spiel nach wie vor bei uns auf dem Tisch. Für viele die Überraschung schlechthin, weil das Spiel hat man auf keiner Liste gefunden. Und für viele war das ein klarer Favorit. Es kann eigentlich nur Spiel des Jahres auf der Liste sein oder Kennerspiel des Jahres. Naja, die Jury soll entscheiden. So war der O-Ton und die Jury hat entschieden, dass es rausfliegt. Tja, und ich glaube, da war die Enttäuschung noch größer als jetzt hier bei Kufstein, was ich vorhin erwähnt habe, bei der Autorin. Ich glaube, bei Mischwald, da war man sich schon sicher, weil man hat ja auch gleich die
Erweiterung nachgelegt auf der Spiel doch in Dortmund. Die war immer nach einer Stunde ausverkauft. Man hat ja immer jeden Tag ein gewisses Pensum gehabt und die Erweiterung war immer weg. Morgens um 10:30 war die weg. Ich habe mir damals noch die letzte Ausgabe in Dortmund geholt. Da habe ich sie gekauft und das war das letzte Exemplar, wo ich am ersten Tag, glaube ich, bekommen habe. Am nächsten Tag gab es dann wieder weitere. Also das war schon verrückt. Beides habe ich euch vorgestellt. Es ist nach wie vor ein richtig gutes Spiel. Ich hoffe, Lookout feilt weiterhin an diesem Spiel und vielleicht hat sie auch Chance. Spielepreis, deutscher Spielepreis. Es gibt verschiedene Optionen, die ihr habt, aber abstimmen müsst ihr. Ihr trefft für euch die Auswahl und habt da eine Auswahl. Übrigens gibt es da auch eine Liste, eine umfangreiche Liste. Also da hat auch die Spiel in Essen einiges nachgelegt, weil der Preis ist durchaus wichtig. Das ist euer Preis, deutscher Spielepreis. Stimmt da ab, sofern ihr noch nicht abgestimmt habt. Ich glaube zum, weiß gar nicht, müsstet schauen. Das Datum ist, glaube ich, im Juli. Ja, ich denke, es wird noch reichen, was den zeitlichen Bereich angeht, aber zurück zu Mischwald, auch ein richtig gutes Spiel. Es steht hier ab 10 Jahre drauf, 60 Minuten, Autor ist Kosch und auch ein Spiel, wo man wenig Aktion hat, wo man der Natur ist, schönes Thema, man hat die Karte, man legt die Bäume an, man legt angrenzende Karten an, diese harmonieren, nenne ich es jetzt mal, miteinander, es geht um Punkte, es geht um viele Punkte und das Ganze ist sehr variabel gestaltet und viele haben auch gesagt, naja, wir holen uns oftmals nur das Grundspiel. Erweiterung brauchen wir nicht. Das höre ich viel momentan bei euch, dass viele sagen, Erweiterung brauchen sie nicht. Mischwald hat einen Vorteil bei diesem Grundspiel. Beim Grundspiel ist es so, dass man gerne seinen Strategie fährt, seine Taktik fährt. Oftmals ein bisschen die gleiche Strategie, wobei man weiß auch nicht, welche Karten genommen wird. Hier haben wir weitere Karten dabei und dadurch wird das Spiel sehr variabel, weil man nicht alle Karten in ein Spiel einbezieht. Und dann müsst ihr manchmal auch ein bisschen anders spielen, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Und deswegen empfehle ich auch definitiv diese kleine Erweiterung, wenn ihr es seht, nehmt sie mit, wenn ihr großer Fan von Mischwald seid. Die könnt ihr auch hier reinpacken in die Box und dann habt ihr ein noch variableres Spiel. Also auch ein schönes Erlebnis. Lookout-Spiele bzw. Vertrieb Asmodee. Ja, auch zwei Spiele. Jetzt komme ich erstmal zum einen, was mich ein bisschen überrascht hat. Kuh. Immer mit einer Verbeugung, hat mir der Michael Palm gesagt. Das ist ganz wichtig, habe ich mir auch gemerkt. Michael Palm, aber auch Lukas Zach. Beide an dieser Stelle genannt. 10 Traders. Ja, das sind die Händler, die 10 Händler, die immer mal wieder so ein-, zweimal im Jahr ein Spiel rausbringen, was man insbesondere bei diesen Händlern findet. Ja, wo ihr Spiele kauft, bleibt euch überlassen. Beim Händler vor Ort oder über die unten genannten Links, wo ihr uns unterstützt. Nicht jeder hat einen Händler vor der Haustür und ist praktisch gezwungen, online zu bestellen. Das entscheidet jeder für sich. Und Q ist ein Spiel, was man insbesondere bei Händlern bekommt. Die älteren Spiele. Wo habe ich es denn? Yomo ist jetzt mein Favorit der Reihe. Richtig gutes Kartenspiel. Teilweise bekommt ihr die aber auch über Links bzw. über einen Online-Handel. Aber Q hat mich überrascht. Dabei geht es ja nur um Bilden, gewisse Kartenkombinationen zu zocken, zu bieten und zu hoffen, dass man nicht überboten wird mit den Karten, weil man versucht praktisch aus seiner Kartenkombination was zu bilden, was in der Auslage liegt, um sich diese Karte zu nehmen. Recht simpel das Prinzip und ich weiß noch bei der ersten Partie, auch die Kinder, wir saßen draußen, schönes Wetter und heute spielen wir Jo. Was ist denn das? Ja, jetzt warte doch mal ab. Also ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Manchmal ist das Auge schon und wenn man das so sieht, manche sagen, oh, richtig schön gemacht. Manche sagen, ich weiß nicht, Jörg, was hast denn jetzt da? Jetzt spielen wir es mal. Und wir haben es an dem Tag, in dem Nachmittag, wirklich den ganzen Nachmittag gespielt. Ich hatte so einen Stapel an Spielen schön vorbereitet, habe gedacht, komm, wir waren unterwegs mit den Fahrrädern, jetzt spielen wir noch was Gemütliches. Und der Stapel blieb. Und das Spiel blieb auch. Und zwar das Spiel blieb auf dem Tisch, weil es einfach sehr beliebt ist, sehr schön gemacht ist und richtig gut ist. Steht auch da drüben, die Alina Marx. Das ist immer, muss ich auch wieder zurückstellen. Also kam auch definitiv gut an. Tja, und auf der Messe, auf der Spieldoch, gab es quasi eine kleine Konkurrenz, so könnte man sagen, weil die Spieldoch in Friedrichshafen, da war ich am Stand von HCM Kienzel und da gab es ein Spiel, das heißt Score 5. Philipp Dubarry, der Autor, Philipp
Tügal, ich hoffe Tügat, ich hoffe, ich spreche jetzt beide einigermaßen korrekt aus, Illustration. Und das Spiel ist für 2 bis 5 Personen 20 Minuten. Und hier geht es in eine Richtung, was mich ein bisschen an Q erinnert hat, weil hier geht es auch um das Karten, um das Bieten. Aber es geht vom Mechanismus dann doch ein bisschen in eine andere Richtung, weil hier habe ich verschiedene Farbkarten auf der Hand. Und ich habe einen Wert, um diesen Wert geht es, um die Zahl 100 beispielsweise. Und wir bieten verdeckt mit unseren Karten. Mit unseren Farbkarten. Der, wo das höchste Gebot hat, der nimmt sich diese 100-Punkte-Karte, wenn jetzt 100 Punkte draufsteht, und nimmt sie sich zu sich, mit der man später auch bieten kann. Aber die nachfolgenden Spieler erhalten dann, wenn ich Höchstbietender bin, eine Karte von mir. Und zwar abhängig von der Abfolge, von der Höhe. Die wählen dann eine Karte aus, sodass man immer wieder andere Karten hat, auch die Karten auf der Hand hat, für die geboten wird. Am Ende des Spiels zählt aber nur die Farbkarte mit der höchsten Zahl. Da ist die Frage, ich habe vielleicht eine 100er-Karte in Blau und eine Karte mit 75 in Blau auch auf der Hand. Ja, dann kann ich ja die 75 opfern und sie ausspielen, also mit der um diese auslegende Karte bieten. Ja, kann man, muss man nicht und man muss sich überlegen, vielleicht hat eine andere Person gar keine blaue Karte und wartet nur darauf, dass ich die 75 ausspiele. Also ihr merkt schon ein bisschen Begeisterung bei mir da. Richtig schönes, gutes Familienspiel. Sind wir wieder beim Thema Schultüte. So, das ist jetzt auch wieder ein Beispiel, wo ich sage, das kann ich empfehlen. Hat so einen Magnetverschluss, die Box. Das Spiel, das werde ich euch hoffentlich auch noch zeigen. Ich schiebe es ein bisschen auf die Seite vorstellen. Das hat mich auch positiv überrascht. Das kam gut an. Haben wir auch gespielt. Mein Sohn hat auch sehr viel Spaß. Der zockt da unheimlich. Der hat natürlich wieder gewonnen, wie immer. Ziel ist immer Platz 2, je nach Gruppe. Oder immer nicht letzter werden, aber erster, wenn ihr mitspielt, das kann ich schon vergessen. Aber sei es drum, der ist da einfach sehr gut. Und Score 5, auch das Spiel, eine ganz klare Empfehlung. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel. Ja, das Zeug für Diskussion. Ich freue mich schon, bei Pegasus Spiele irgendwann wieder bei einem Event dabei zu sein. Und dann werde ich sicherlich, nur mal schauen, den einen oder anderen Redakteur drauf ansprechen. Viele Grüße an die Ronja Lauterbach an dieser Stelle, die die Redaktion hier gemacht hat von Pegasus Spiele. Weil dieses Spiel ist richtig cool. Es hat einen bestimmten Titel, den der eine oder andere sagt, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, aber dadurch ist das Spiel auch in aller Munde. Das Spiel ist gut. Man hätte es auch anders nehmen können. Wuselis, sagen meine Kinder immer. Man hätte Wuselis draufschreiben können. Aber das Spiel als Familie, als Fun-Spiel, ab 8 Jahre, 20 bis 30 Minuten für 3 bis 8 Personen. Das ist toll gemacht. Ich habe es euch schon vorgestellt. Es wurde oftmals über einen Titel diskutiert. Es ging immer wieder hin und her. Ja, aber das Spiel ist dadurch in aller Munde. Bei Krasse Kacke war es übrigens auch so. Auch ein sehr beliebtes Spiel. Ich war sogar nicht nominiert irgendwie zum Spiel des Jahres. Aber irgendwie kam es auch richtig gut an. Und ich glaube, bei dem Spiel könnte es ähnlich kommen, dass es auch über die nächsten Monate in aller Munde bleibt, weil es einfach ein tolles Spiel ist für jeden. Für jeden, aber insbesondere, wenn die Kinder mitspielen. Weil das Spielprinzip ist relativ einfach. Man deckt hier eine Karte auf. Da steht ein Text drauf. Und aufgrund des Textes geht es hier darauf, diese wunderlichen und seltsamen Wuselis dieser Karte zuzuordnen. Was passt am besten zu dieser Frage? Also welches Wuseli passt am besten hier dazu? Und alle stimmen quasi geheim ab, für welches Wuseli sie tippen. Man deckt gemeinsam auf und hoffentlich gibt es auch eine gewisse Übereinstimmung, beziehungsweise eine Mehrheit, um in diesem Spiel voranzukommen. Super gemacht. Also, da kann ich mir auch schon ich habe schon Bäm im Kopf, so eine reine Erwachsenenversion vorstellen. Also, Pegasus Wins. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das Spiel läuft. Also, ich hoffe sehr. Aber der Titel, ganz klar, der ist speziell. Aber hier passt einiges zusammen. Blue Orange, der Verlag. Genau, 20, 30 Minuten ab 8 Jahre. Durchaus ein Spiel auch für die, also als Erwachsenenrunde eher als Absage zu sehen. Aber das ist ein Spiel, auch hoch und runter, landet auch oftmals auf dem Tisch. Auch im Juni, ich denke auch im Juli. Ich kann mir vorstellen, über die Sommerzeit wird es oft aus dem Tisch landen, weil da ist man auch relativ schnell drin. Das kriegen die Kinder auch mit anderen, oder kriegen sie auch anderen Kindern erklärt, das funktioniert und da ist man auch sehr schnell drin. Aber auch das ein richtig gutes Spiel. So viel zum Monat Juni. Was habe ich gesagt? Am Anfang sah es ziemlich mau aus und jetzt wurden es doch einige Stapel und ich glaube, es wurde wieder ein sehr langes Video, aber ja, sei es drum, ich habe Spaß daran, ihr hoffentlich auch weiterhin. Gerade diese Monatsvideos sind bei euch sehr beliebt, weil ich hau ja Videos raus ohne Ende. Ja, das ist manchmal einfach ein bisschen zu viel. Schaut euch auch nicht alles an, pickt euch das raus, was euch interessiert. Vielleicht habt ihr jetzt bei dem Video wieder gesehen, oh, der Jörg hat es erklärt, jetzt schaue ich dann doch in das Video an und das geht
pickt euch das raus, was euch interessiert, schaut nichts alles. Ich hätte es auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen professioneller oder sonstiges machen können, aber ich bleibe bei mir und das schon seit vielen, vielen Jahren. Manches kann man verbessern, mit Sicherheit. Ist aber auch ein zeitlicher Aspekt, den man sehen muss. Ob man sieht, gespielt wurde definitiv viel und das ist mir auch das Wichtige. Und da ich viel spiele, kann ich auch euch viel zeigen und viele Videos zeigen. Es gibt immer mal wieder Abschnitte, wo es mal ein bisschen weniger wird, wo auch andere Hobbys, ihr wisst ja schon, ein bisschen mehr zum Tragen kommen und meine Trainerin, meine Tochter ist sehr streng mit mir, wo ich dann doch ein bisschen weniger Zeit habe zum Spielen, weil ich da auch einen gewissen Spaß, aber auch einen Erfolg haben möchte, aber ja, da schauen wir einfach mal, was die Zeit mit sich bringt. Habt ihr weiterhin viel Spaß beim Spiel? Es geht jetzt kunterbunt weiter. Es wartet die BerlinCon quasi im Juli. Dann schauen wir einfach mal. Die Schwimmbadsaison hat ja auch gewissermaßen schon ein bisschen angefangen. Die Spielzeit auch. Wir fahren jetzt groß in Urlaub. Ihr wisst es aufgrund der Situation. Viele fragen ja immer, wie es meiner Frau geht. Es ist nach wie vor ein Auf und Ab. Ich mache jetzt hier keine News draus, aber es ist ein Auf und Ab. Nach wie vor Termine, Krankenhaustermine etc. Das ist einfach so und da kann man jetzt auch nicht groß irgendwo hinfliegen und was machen. Das ist so, das haben wir akzeptiert. Wir werden sicherlich immer mal wieder den einen oder anderen Kurztrip machen, aber aufgrund des Spielraums, den wir haben, auch passend jetzt hier dazu, können wir auch viel spielen und in den Spielen taucht man auch gerne in eine andere Welt ab, in eine verspielte Welt, in eine verrückte Welt und eine Welt, wo es mittlerweile so viel Auswahl gibt und eine Auswahl der richtig guten Spiele gab es jetzt auch wieder in diesem Video. Wenn euch das eine oder andere gefällt, schaut gerne beim Händler und oder über die unten genannten Links, wo ihr uns unterstützt beispielsweise. Aber Entscheidung trifft, ja, Standardsatz wie immer am Ende, Standardsatz, die Entscheidung trifft wie immer ihr für euch. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute, schöne Sommerzeit, wo es auch hingeht. Nein, schreibt es besser nicht in die Kommentare, aber eine schöne Zeit und ja, bis bald. Ciao, ciao.